Flocke für Flocke wird die Hand geführt. Für eine Hand. Zieht da runter. Also für mich ist das therapeutische Plastizieren unglaublich entspannt, gleichzeitig aber auch anregend und stärkend. Nach einem herausfordernden Arbeitsalltag kann ich mich selbstwirksam erleben. Oft ist es so, dass Menschen fühlen, dass sie feststecken in ihrem eigenen Leben. Viele fühlen sich wirklich leer und ausgebrannt. Die Arbeit mit Ton, die kann es schaffen, das eigene Leben wieder in ein Gleichgewicht zu bringen. Ich brauche Aufmerksamkeit und Zeit, um mich um meinen Körper und Gesundheit zu kümmern. Es ist ein sinnliches Erlebnis. Ja, am Anfang fiel es mir schwer zu erkennen, dass ich Depressionen habe. Und meine Ärztin hat mir dann Kunsttherapie verschrieben. Und schiebst und drückst und versuchst, das in die Aufrechte zu bringen. Das Schöne ist, dass ich mein Bewusstsein ausschalten kann und ganz beim Plastizieren bin und das Bewusstsein in meinen Körper rutscht. Ich habe richtig gespürt, wie es mir gut geht, wie es mir gut tut. Und auch meine Lebensgeister aufhält und ich wieder mehr Kraft für den Alltag habe. Gerade bei Depressionen verschreibe ich sehr gerne therapeutisches Plastizieren, weil die Patienten im Umgang mit dem Ton so mit den Händen aktiv sein müssen. Da arbeitet der ganze Mensch, der ganze Körper wird durchwärmt. Ich mal drauf stemmst und diese Beweglichkeit spürst. Und haben dann die Möglichkeit, wieder auch auf die Welt zuzugehen, mit der Welt wieder in Berührung zu kommen. Und für mich ist es immer wieder eindrücklich zu erleben, eben wie fruchtbar diese Zusammenarbeit da ist zwischen Therapeuten, Patienten und Ärzten. Wenn Menschen sich darauf einlassen, einen begleitenden künstlerischen Prozess zu durchleben, werden sie mit ihrer Krankheit noch einmal ganz anders umgehen. Und vielleicht danach kann ich Sachen erkennen, die mir helfen im Alltag.